Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monday Night Raw, die letzte Raw-Ausgabe vor Clash at the Castle. Und ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Wir sind nur noch 2 Wochen Shows entfernt von unserem Pay-Per-View in Cardiff. Und bevor wir mit der Show starten, hat Goldberg etwas im Ring zu sagen nach seinem grandiosen Match in der letzten Woche mit Adam Cole. Das war ein echt starker Auftritt, Cole. Ich muss zugeben, es ist immer schwer, eine Niederlage zu verkraften. Aber eins hat mir dieses Match gezeigt. Goldberg kann auch in 2023 noch immer mit der neueren Generation mithalten. Und deshalb geht diese Frage an alle, die sich mit mir messen wollen. Who's next? Goldberg mit einer Open Challenge an alle, die da Bock drauf haben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es den einen oder anderen geben könnte, der auf Goldberg zukommen wird und ein Match fordert. Warten wir einfach mal ab, was in den kommenden Wochen damit passiert. Ja, dann schauen wir mal rein in die heutige Show und beginnen mit Bryan Danielson gegen Rey Fénix. Rey Fénix, ein Teil unserer World Tag Team Champions, wird auch eine Titelverteidigung bestreiten und gewinnt hier gegen Bryan Danielson. Moment. Dann haben wir Miro gegen Logan Paul. Logan Paul hat jetzt grünes Licht erhalten nach seiner Verletzung aus dem Match gegen Randy Orton. Und jetzt direkt gegen Miro ist halt schon eine Ansage, aber er gewinnt das Ding. Kommt also gestärkt aus der Verletzung zurück. Dann haben wir Roxanne Perez gegen Chris Statlander. Auch hier Simulation. Und Chris Statlander kann sich durchsetzen. Ein Tag Team Match. Die Mad Bros treffen auf Hashtag DIY. Hashtag DIY sollten eigentlich in der letzten Woche schon das Match haben. Das war der Fehler, den ich da angesprochen hatte, dass ich versehentlich stattdessen FTR reingepackt habe. Jetzt wird's nachgeholt. Tommaso Ciampa und Johnny Gargano also jetzt am Start. Tommaso Ciampa natürlich bei Clash at the Castle, einem Triple Threat Match um seinen United States Titel. Und heute an der Seite von Johnny Gargano kann er gewinnen gegen Matt Sydal und Matt Riddle. Dann haben wir Liv Morgan und Nikita Lyons. Und Liv Morgan kann sich durchsetzen. Damit habe ich auch irgendwie gerechnet, ehrlich gesagt. Dann Malakai Black gegen Jey Uso. An der Seite, beziehungsweise begleitet von seinem Bruder Jimmy. Ob das was bringt gegen Malakai Black, ist die Frage. Nein, bringt es nicht. Malakai Black setzt sich hier durch. Und dann springen wir doch in unseren heutigen Co-Main Event. Edge trifft auf Drew McIntyre. Ja, Drew McIntyre hat schon quasi dieses Match gefordert. Beziehungsweise hat ein Match gefordert. Dadurch, dass er eine kleine Vorbereitung haben möchte auf Clash at the Castle, wenn er dann da gegen Sheamus antritt, um dessen WWE-Titel. Ja, und Edge hat sich eben bereit erklärt. Und ich finde, Edge gegen Drew McIntyre ist eine sehr, sehr schöne Ansetzung. Deswegen schauen wir es uns auch an. Und das Match beginnt. Edge natürlich auch ehemaliger WWE-Champion. Mehrfach diesen Titel gehalten. Hall of Famer. Legende. Der Mann hat alles erlebt, was es zu erleben gibt. Mr. Money in the Bank gewesen. Der erste Mr. Money in the Bank. Um genau zu sein, häufiger World Heavyweight Champion gewesen. United States und IC Champion. Tag Team Champion natürlich ebenfalls. Ja, und zeigt auch hier Drew McIntyre, es hat... Oder es braucht schon mehr als das, was McIntyre bisher gezeigt hat. Aber jetzt... Drew mit der Offensive whippt Edge in die Seile. Keine Aktion, die da folgt. Aber dafür jetzt hier der Flapjack.
vom Rated R Superstar Shortcut DDT. Und was wäre das für ein Zeichen an Sheamus, sollte sich Drew McIntyre hier nicht durchsetzen können. Oh, schöner Konter in den DDT. McIntyre gewann ja gegen Randy Orton im Number One Contenders Match. Was auch ein sehr, sehr schönes Match war, muss man auch zugeben. Und jetzt zeigt sich hier die Brutalität des Schotten. Die Schläge am Boden gegen den Rated R Superstar, der aber jetzt kontert mit dem Dragon Screw. Da spricht die Erfahrung natürlich. Dropdown. Und dann in den Spinning Heel Kick. War mal sein Finisher, wenn ich mich nicht ganz irre. Vor 25 Jahren. So, McIntyre spielt jetzt hier seine Kraft aus und zeigt den Hotshot gegen Edge. Der rollt sich hier aus dem Ring, McIntyre mit dem Anlauf und dann diese Senden übers Top Rope. High Flying Scotsman. Und jetzt die brutalen Schläge, aber er dreht das Ganze um, zeigt selber Elbows. Und will dann McIntyre wohl wieder in den Ring schicken, jawohl. Der Ringrichter zeigt es auch an, geht wieder rein. Und Edge lässt sich dann nochmal bejubeln. Kriegt die nächste Seated Senton ab. Und die Stimme macht einen Abgang. Moment, ich trinke mal einen Schluck. So. Das hat sich jetzt hoffentlich dann erledigt. Währenddessen beide wieder im Ring. Edge mit einer Powerbomb. Im Ansatz McIntyre kontert. Mit dem Backbody Drop. Oh, Glasgow Kiss geht daneben, wird gekontert mit einem Uppercut. Aber McIntyre mit dem nächsten Konter und dann dem Suplex Throw einfach in der Mitte des Ringes. Nächster Whip-In. Und dann Overhead Belly-to-Belly Suplex. Ja, Armringer wird aber hier gekontert von Edge mit dem Vorarm, der selber zu einem Suplex ansetzt. Und dann aber in den Seated Godbuster geht. Das soll schon das Ende sein, oder warum wollte er jetzt McIntyre in den Ring ziehen? Ich weiß es nicht. Edge Execution! Die Edge Execution! 1, 2, reicht nicht für McIntyre. Der sofort mit dem Kip-Up zur Stelle ist. Aber jetzt von Edge die Snake Eyes verpasst bekommt. Elbow. Oh, und Edge auf dem Top Rope. Mit dem Body Splash weicht. McIntyre weicht aber aus und zeigt dann den Big Boot. Blut bei Edge. Der selber den Big Boot zeigen will. Wird aber geblockt und McIntyre jetzt hier. Vertical Suplex. Was hat Edge vor? Zeigt den Spear! Was für eine Überraschung, ehrlich gesagt. 2 und Kickout. Ein Spear out of nowhere gefühlt. Und jetzt haben wir McIntyre draußen. Edge nimmt Anlauf. Und zeigt auch eine Seated Senton. Fight Forever Chance. Die Fans haben Bock drauf. Und da gibt es den nächsten krachenden Big Boot. Und eine Sit-Out Powerbomb. Gut-Wrench Deadlift in die Sit-Out Powerbomb. Alles außerhalb des Ringes. Und meiner Meinung nach auch viel zu nah am Kommentatorenpult. Die amerikanischen Kollegen tun mir da gerade ein bisschen leid. Ja, aber McIntyre versucht jetzt gerade wirklich Edge
auf alle möglichen Arten und Weisen zu schwächen. Foot DDT. Ringrichter ist bereits bei 7. Und Edge ist dann derjenige, der McIntyre in den Ring zurückbringt. Überraschend. Ja, Dropkick wird abgewehrt. Und auch dieser Vorarm geht so halb durch. Und da gibt's den Sideslam von McIntyre. Ground and Pound erneut. Oh, auf die Platzwunde. Und da gibt es den Claymore. 1, 2 und 3. Wow. Drew McIntyre gewinnt. Und mit dem Claymore habe ich auch nicht gerechnet. Beide nicht mit dem typischen Aufbau für ihre Finishing-Manöver. Ja, und der Schaden am Kopf von Edge war dann einfach viel zu viel nach diesen krachenden Big Boots und am Ende noch dem Claymore. Und Drew McIntyre holt sich den Sieg vor seinem WWE Championship Match gegen Sheamus. Und Sheamus sollte wirklich aufpassen. Denn da kommt ein Schotte, der sehr, sehr viel Bock auf einen Sieg am Sonntag hat. Ja, wir machen einen kurzen Schnitt und gehen dann in unseren Main Event. Let's go. Main Event Time hier bei Monday Night Raw. CM Punk betritt die Bühne. Er hat im Backstage-Bereich ein Match gefordert. Schon vor einigen Wochen. Ein weiteres Match. Nach seinem Debüt. Beziehungsweise nach seinem Draft rüber zu Raw. Aber man hat es gerade noch gemerkt, die Fans sind nicht so ganz auf seiner Seite. Das ist mehr Buhrufe als Jubel auf jeden Fall. Aber so wie wir CM Punk kennen, wird es ihn sehr, sehr wenig stören. Egal ob gejubelt wird, egal ob gebuht wird, Hauptsache es gibt eine Reaktion. Und sein heutiger Gegner ist ein alter Bekannter. Auch wenn die Musik vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig ist, haben wir Jeff Hardy. Ja, die beiden kennen sich natürlich aus ihrer Fehde im Jahre 2008, 2009. Ich weiß nicht, ob sich das noch bis ins 2010 reinzog. Auf jeden Fall gab es ja 2009 unter anderem das SummerSlam-Match um den World Heavyweight Championship. Eine sehr, sehr persönliche Fehde. Und ja, was wäre ein besserer Gegner für Punk, wenn er ein Match fordert, als eben Jeff Hardy, der ihn aber sofort überrumpelt. Chop und dann dieser Springboard Clothesline. Aber ich finde es schon mal sehr schön, dass Jeff Hardy hier ohne Matt Hardy zum Ring kommt, das alleine regeln will.
Jetzt kontern sich hier beide gegenseitig aus und CM Punk zeigt selber seine Springboard Clothesline. Zeigt schon mal an, was du kannst, kann ich ebenso. Und da gibt es den Swinging Neckbreaker. Vintage CM Punk, könnte man auch sagen. Und jetzt kommt er hier vom Top Rope mit dem Double Extended Blow. Aber Jeff Hardy kontert das Ganze. Dropkick abgewehrt. Beziehungsweise ausgewichen. Aber der Jawbreaker, der geht durch. So, Punk wieder im Ring. Hardy kommt ebenfalls wieder zurück und kassiert sofort die Chops. Drei Stück an der Zahl und dann dritte. An den Kopf. Ja, Power Slam hat aber nicht so viel Impact gehabt. Da hat Punk lange heben müssen und was? GTS! Das ging schnell. Eins, zwei und Kickout. Wo hatte der denn jetzt den GTS her? Meine Güte. So früh im Match. Oh, schöne Transition hier von Hardy in den Boston Crab. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Sehr, sehr schön. Aber Punk dreht das Ganze um und stößt Hardy von sich weg. Ja, Vorarm abgefangen. Hardy wieder mit der Springboard-Aktion in den Dropkick. Aber Punk kontert weiter. Kontert, was es zu kontern gibt. Neckbreaker. Aber hier befreit sich Hardy daraus und zeigt selbst einen Neckbreaker. Auf dem Top Rope. Okay. Punk versucht ihn abzuhalten und dann gibt es trotzdem den Double Extended Blow. Alles klar. Jetzt die Powerbomb von Jeff Hardy und was für eine krachende Powerbomb. Setzt Punk hier nach oben. Und Twist of Fate vom zweiten Seil. Eins, zwei und Kickout von Punk. Da hat sich aber eine ordentliche Wunde geöffnet im Gesicht. Vom Mann aus Chicago. Big Splash. Ein super Twist of Fate. Und wieder die Clothesline. Fast schon der Headbutt gefühlt. Standing Moonsault. Hardy hat Punk gerade echt unter Kontrolle, wollte ich gerade sagen. Da kontert der mit dem Kick und ist wieder der stehende Mann hier im Ring. Und Hardy. Twist of Fate. Noch ein weiterer Twist of Fate. Eins, zwei und Kick out. Was hat CM Punk denn hier bitte für ein Durchhaltevermögen? Super Twist of Fate und nochmal ein weiterer Twist of Fate hinterher und er kickt weiterhin aus. Snap Suplex jetzt hier. Ja, Neck Crank. Unangenehm. Und das lässt Hardy erstmal auf der Matte liegen. Punk auf dem Top Rope. Dreht sich um mit dem Moonsault und der geht daneben. Hardy mit einer kleinen Positionsänderung auf der Matte. Und was zeigt er jetzt? Eine Falling Powerbomb. Punk liegt eigentlich perfekt hier, um die Swanton Bomb zu zeigen. Das denkt sich auch Hardy. Aber er will den stehenden CM Punk und zeigt dann die Swanton Bomb. Eins, zwei und drei. Okay, Punk alleine im Ring und Goldbergs Musik. Goldberg überrascht hier CM Punk.
Jeff Hardy gewinnt gegen CM Punk und dann wird CM Punk danach noch von Goldberg attackiert. Ist das jetzt etwa so nach dem Motto, wenn keiner auf meine Challenge eingeht, hole ich mir... Oh, Moment, Goldberg nimmt sich nochmal ein Mikrofon. Punk, Clash of the Castle, you're next.